Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Zum Goldenen Rad 2017, dem Steherrennen, interviewten wir Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein, die Sprecherin des Vorstandes der WBG Zukunft Silke Wuttke und den Rennradprofi Marcel Barth. Dass das heute dein Abschied sein soll, können wir eigentlich noch gar nicht so wirklich glauben. Wie geht's denn nun wirklich mit dem Radsport für dich weiter? Ja, also ich kann es auch noch nicht ganz glauben, aber es ist traurigerweise so. Es wird nächstes Jahr so weitergehen, dass ich die Rolle als Sprecher auf der Radrennbahn übernehmen werde. Und so bleibe ich der Bahn erhalten und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Was sind neben dem Sport deine weiteren Wünsche und Ziele für die Zukunft? Meine Wünsche sind jetzt erstmal abzuspannen und ein bisschen Urlaub zu machen, meine berufliche Karriere bei der Polizei auszubauen. Und Ziele gibt es viele. Eine Hochzeit wird irgendwann anstehen, Kinder, was alles dazugehört. Ich habe eine ganz tolle Freundin gefunden und da ist also einiges geplant. Noch ganz kurz drei Worte zum Event hier. Drei Worte nur? bombastisch, stimmungsgeladen und Fairplay. Dankeschön. Frau Wuttke, Rennradsport, das Verwalten von 5600 Wohnungen und die Arbeit von knapp 50 WBG-Mitarbeitern. Wo ist da die Verbindung? Im Erfurter Norden haben wir, wie gesagt, diese 5600 Wohneinheiten, die wir verwalten. Und hier im Ried, die Radrennbahn, befindet sich natürlich mitten in unserem Wohngebiet. Das macht zum einen die Verbindung zu unseren Beständen aus. Zum anderen, ja, haben wir 50 Mitarbeiter in unserem Unternehmen aktiv. Und die sind natürlich von Ehrgeiz getrieben. Und da haben wir ebenfalls wiederum die Verbindung zu dem Radrennsport. Nämlich jeder Fahrer auf dem Zweirad ist angetrieben, hier Höchstleistung zu bringen. Und das verbindet wiederum unsere Mitarbeiter mit dem Sport. Herr Bausewein, Erfurt blickt auf die Bundesgartenschau 2021. Bleibt die Sportförderung trotzdem erhalten? Ja klar, ich meine, Erfurt ist eine Stadt des Sports. Das werden wir auch bleiben. Und man schaut gerade Radrennen oder auch Eisschnelllauf und vieles mehr. Es kommen ja auch Olympiasieger aus Erfurt, Weltmeister. Da müssen wir weiter investieren. Ich meine, wir haben viele Sportstätten neu gemacht, das Stadion neu gebaut, wird die nächsten Jahre so weitergehen. Aber mit ein bisschen mehr Geld ging es noch schneller. Ganz kurz und knapp drei Worte zum Event heute. Als Steherrennen ist immer was Beeindruckendes. Ich bin immer fasziniert, egal wann man hier ist, dass die Bahn immer voll ist. Immer Tausende von Zuschauern. Das kann mitten in den Ferien sein, es kann regnen, es kann warm sein, kalt sein. Und das ist ein Ereignis. Das ist die älteste Radrennbahn der Welt. Also nicht die heutige Bahn, die ist schon neu gemacht worden vor einigen Jahren. Aber der Standort ist der Standort der ältesten Radrennbahn der Welt. Und das merkt man, dass das Radrennen in Erfurt verankert ist. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Informationen zum Wohnen bei der WBG Zukunft und zu weiteren Events erhalten Sie hier. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Caridio Image und Eventfilmproduktion.